Ja, wir von dem aus sind seit Jahren stolz auf Partner für Gurten Classic. Es ist der Abschluss der Mountainbike-Saison. Es ist unsere Heimatgemeinde in Köniz. Es ist eine wunderbare Veranstaltung, ein Fact. Gut, ein bisschen müde, aber das Rennen war schön, es gut gegangen. Ja. Ja, mir geht es natürlich super. Es ist einfach schon mal schade, dass ich ein paar schneller da war. Aber es war super gefühlt, gut gewesen mit dem Wetter. Jetzt kommt es dann schneien, dann kann man zwei noch einwintern. Das ist optimal. Ach, zufrieden. Schön gewesen, gemütlich, perfekt. Gerade ein bisschen geschafft, aber ja, es geht. Mir geht es super. Es war eine super schöne Strecke gewesen. In dem Herbstwald innen, super genial. Die Aussicht ist genial, super geile Gegend. Ja, mir geht es eigentlich gut. Ich war mehrere Mal schon dabei gewesen und es hat nichts gesaftet. Es war trockenes Wetter, gewesen. Ideal für das Biken. Ja, normalerweise zählt nur meine eigene Leistung, die ich hier oben auf dem Gurtenberg bringe. Und heute sind wir hier als Team unterwegs gewesen. Und das ist für uns als Einzelsportler sehr speziell, weil wir kennen das eigentlich nicht. Und für mich
zudem noch das erste Mal auf dem Tandem. Es war noch lustig am Anfang, da in den vielen Leuten gefährlich. Aber ich glaube, wir haben die ganze Strecke zusammen ein genossen. Zwischendurch, wenn es sehr steil war, war es sehr her, haben wir gelitten. Und am Schluss haben wir leider noch einen Platten hingefahren, aber sind dann trotzdem noch heil ins Ziel gekommen. Ja, es war super, ein sensationelles Erlebnis, hat sehr gefällt. Und hat natürlich zwei ganz grosse Vorteile. Der eine ist, wenn du hinten fährst, du fährst immer im Windschatten. Das ist sehr, sehr angenehm. Und das zweite, der Nerv hat so viel Kraft, dass du davor rühren, den Strom erfährst. Wie Elektrovelo fahren. Der Russ ist uns sehr wichtig als Sponsor, weil es ist ja auch Gurten Classic ist nicht der reine Läuferanlass, es ist ein Anlass, wo Biker ist und insofern gibt es eine Identifikation natürlich auch mit Thomas. Und wenn man schaut, Thomas dominiert hier oben und für uns ist der also sehr wichtig und es ist auch in seinem Gebiet, in der Gemeinde Könitz, von dem her absolut spitze. Ja, ein riesengroßer, das ist unglaublich gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben mal angefangen mit ein paar Bikern, die einfach in Freizeit auf sich kommen. Mittlerweile gibt es Swiss Bike Trophy, es gibt Gurten Classic, es gibt die ganze Downhill-Szene. Es gibt aber auch nach wie vor einfach viele Feierabend-Biker, die sich zum Schluss noch das Sahnehäubchen gönnen und auf dem Gurten oben landen und runter schauen und dann vielleicht zu uns kommen.